Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und zwar haben wir ein neues News-Video über das Camp-Kreidezeit-Dinosaurier-Paket und das kostenlose Update, was gleichzeitig mit diesem Paket rauskommen wird. Da haben wir nämlich eine Menge Informationen in diesem Foreneintrag von Frontier bekommen. Und die gehe ich jetzt einmal ganz schnell mit euch gemeinsam durch. Über das Camp-Kreidezeit-Paket hatte ich euch ja schon informiert. Da kann ich auch das Video dazu nochmal verlinken in der Videobeschreibung für euch. Aber wir haben noch ein paar neue Infos bekommen. Nämlich ist das hier noch ganz interessant. Der Monolophosaurus und der Scorpius Rex werden 12 verschiedene Hautfarben haben und dazu 7 verschiedene Hautpatterns. Das heißt, man hat dann insgesamt 80 neue Kombinationen, wie man die dann optisch gestalten kann. Also ist da jetzt doch viel, viel mehr, als ich eigentlich gedacht hätte nach den ersten Nachrichten. Ist halt mega cool, dass man die dann wirklich optisch wieder mit ganz vielen verschiedenen Kombinationen anpassen kann. Und was auch noch sehr interessant ist, ist nämlich das, was hier unten steht. Das Ganze wird nämlich 9,99 € kosten und kommt für PC, PlayStation und Xbox raus am 8. März 2022. Also jetzt wissen wir auch den Preis von dem Paket. Aber eigentlich soll es hier in diesem Video gar nicht hauptsächlich um das Camp Kreidezeit DLC gehen, sondern vielmehr um das kostenlose Update, was wir ja gleichzeitig auch mit diesem Camp Kreidezeit Paket bekommen werden. Das bringt nämlich auch ganz viele neue Sachen in das Spiel. Und da haben wir als allererstes ein paar Anpassungen für den Sandkastenmodus. Denn es war ja immer so, dass man im Sandkastenmodus wirklich nur die Sachen verwenden konnte, die man auch in der Kampagne und dem Chaos-Theorien-Modus freigespielt hatte. Und jetzt wurde es endlich geändert, dass man im Sandkastenmodus direkt alle Sachen verfügbar hat, ohne dass man halt diese ganzen Sachen vorher sich erspielen muss. Außerdem kann man noch hier diese Forschungen und die Expedition nach Fossilien, die kann man jetzt auch auswählen, dass man die einschaltet im Sandkastenmodus. Da muss man auch erstmal alle Sachen freischalten durch Forschung und halt Fossilien suchen, um dann die Dinosaurier, also die DNA freizuschalten, um die dann letztendlich auszubrüten. Das kann man dann auch während des Spielens, wenn man da keine Lust mehr drauf haben sollte, jederzeit wieder ausschalten und dann hat man direkt alles freigeschaltet. Also falls man mal im Sandkastenmodus einen Park bauen will und trotzdem noch diesen Aspekt der Forschung und der Expedition haben möchte, dann kann man das jetzt auch am Anfang auswählen. Hinzu kommt auch noch, dass man jetzt noch mehr Einstellungsmöglichkeiten hat. Nämlich kann man hier zum Beispiel die Aufgabendauer auch noch einstellen, wie schnell die dann vonstatten geht. Da kann man sich das Spiel dann auch noch ein bisschen schwieriger machen oder halt einfacher machen. Und außerdem kann man jetzt den Schwierigkeitsgrad Jurassic auswählen, was dann zum Beispiel das Geld und die Attraktivitätsziele von dem Park angeht. Also dann kann man selbst im Sandkastenmodus sich das Spiel auch noch viel, viel schwerer machen und dann zu einer wahren Herausforderung machen. Und Leute, die wichtigste Änderung für den Sandkastenmodus, die steht hier unten. Das habe ich mir schon ewig gewünscht. Man kann jetzt nämlich die Scientists im Sandkastenmodus komplett ausschalten. Das heißt, man muss nicht mehr ein Kontrollzentrum bauen, Personalzentrum, dann Mitarbeiter einstellen und dann kann man erst Dinosaurier ausbrüten. Jetzt kann man einfach das Ganze ausschalten und dann kann man zum Beispiel direkt Dinosaurier ausbrüten und freilassen und auch Sachen erforschen und. Also das habe ich mir schon ewig gewünscht. Ich bin froh, dass es jetzt endlich im Sandkastenmodus verfügbar ist. Und neben diesen ganzen Änderungen für den Sandkastenmodus bekommen wir auch endlich neue Dekorationen in das Spiel. Und zwar sind das ganze 40 neue platzierbare Objekte für den Park. Die sind dann hauptsächlich in diesem DFW-Building-Set-Style. Das ist diese Rettungsorganisation, also nicht die Jurassic Park-Ära und nicht die Jurassic World-Ära, sondern diese dritte. Ich denke mal, ihr wisst, welche ich meine. Aber man soll die trotzdem ganz gut mit den anderen beiden Ären kombinieren können. Und was uns da erwartet unter diesen über 40 neuen platzierbaren Objekten, das sind neue Schilder, dann natürlich, wie schon angekündigt wurde, platzierbare Pflanzen. Und was mich nochmal mega gefreut und überrascht hat, nämlich sind das platzierbare Springbrunnen. Das heißt, wir können jetzt auch Eingangsbereiche mit Springbrunnen ausstatten und haben dann auch fließendes Wasser, was natürlich mega atmosphärisch ist. Das hat sowieso meiner Meinung nach mega gefehlt. Und wir bekommen sogar das Velociraptor Paddock, das seht ihr sogar hier unten. Das kennen wir ja auch schon aus dem ersten Teil.
Finde ich auch mega cool. Und wir bekommen auch ein Spinosaurus-Skelett, was wir platzieren können. Hier sehen wir jetzt auch nochmal einen Springbrunnen für den Eingangsbereich. Das sieht doch mega cool aus. Hier sind an der Seite so mehrere Wasserfontänen und in der Mitte so ein bisschen coole Dekorationen. Da freue ich mich sehr drüber. Das sieht echt nice aus. Es wird übrigens so sein, dass man diese platzierbaren Objekte dann teilweise auf die Eras verteilt hat. Das ist eigentlich eher interessant für die Konsolenspieler, weil die können ja nicht die Eras miteinander vermischen. Und auf dem PC ist es ja eigentlich relativ egal, weil man eh alles platzieren kann. Aber auf der Konsole muss man sich dann so ein bisschen vorher raussuchen, welche Ära man dann spielt, je nachdem, welche Dekorationssachen man dann haben möchte. Und ja, ansonsten geht sie direkt zum nächsten Punkt, nämlich den platzierbaren Bäumen. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend. Also man kann dann halt einzelne Bäume endlich platzieren. Die zählen übrigens auch in die Dinosaurier-Anforderungen. Also manche Dinosaurier haben ja Pflanzenanforderungen, zum Beispiel eine bestimmte Größe an Wald. Und da zählen die auch mit rein, diese platzierbaren Bäume. Also die haben dann auch eine Funktion soweit. Aber ich glaube, die sind trotzdem noch biombegrenzt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier in Kanada ist es, glaube ich, spiele, habe ich dann eher solche Bäume nur zur Auswahl. Da kann ich jetzt nicht diese bunten, orangenen Bäume zum Beispiel aus Pennsylvania nehmen. Aber was ich hier auf dem Screenshot noch sehr interessant finde, hier sieht man schon so ein paar Container und Boxen, die man auch platzieren kann und auch so blaue Fässer, so wie es aussieht. Also das scheinen hier auch schon platzierbare Objekte zu sein, weil die gehören auf jeden Fall nicht zu irgendeinem Gebäude oder sowas. Die wurden hier einzeln platziert. Dann wissen wir, dass die auch schon mal mit ins Spiel kommen. Ich scroll nochmal kurz hoch und schaue nochmal eben auf die anderen Screenshots. Ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet habe. Ah, hier sieht man das nochmal. Meint ihr, das sind ja alles platzierbare Objekte? Sieht irgendwie nicht wie ein Gebäude aus. Hier sind so einzelne Wagen und sowas. Ich glaube, diese ganzen Container und Boxen und sowas, die kann man dann wirklich selber platzieren und auswählen. Das ist ja mega cool. Solche Objekte finde ich immer richtig nice. Vor allem, wenn man dann so einen verlassenen Park bauen möchte. Das wird ja mein nächstes Parkbauprojekt. Dann kann man die natürlich ganz gut machen, wenn man da so ein paar Büsche noch so zwischen macht. Finde ich mega cool. Der nächste große Punkt, der durch das kostenlose Update reinkommt, ist der First-Person-View, also diese Ego-Perspektiven-Ansicht. Das ist dann diese Ansicht, als wenn man dann selber durch den Park läuft. Da wird es dann auch ein neues Symbol geben, was man wohl anwählen kann. Und dann kann man einen Startpunkt auswählen. Und an diesem Startpunkt kann man dann loslaufen und seinen Park aus Besucherperspektive dann besuchen und sich anschauen. Dabei hat man auch die Möglichkeit, die Betrachtungshöhe zu ändern. Also das kann man auch so ein bisschen hoch und runter stellen. Die Bewegungsgeschwindigkeit kann man anpassen. Also man kann schneller machen, langsamer machen. Und man hat sogar eine Taschenlampe. Das heißt, wenn es mal Nacht ist, kann man auch das Licht ein- und ausschalten. Was ich an diesem First-Person-View-Modus noch besonders cool finde, ist, dass wenn man da rumläuft und dann zum Beispiel bei so einer Parktour oder sowas ankommt oder bestimmten Gebäuden, da kann man dann einfach mit einem Linksklick interagieren und man könnte jetzt direkt hier einsteigen, ohne dass da groß irgendwie man aus der Kamera nochmal hochgeht und dann nochmal draufklickt. Man könnte halt mit einem Klick hier direkt in diese Parktour wechseln. Und das ist natürlich auch besonders praktisch, wie jetzt für zum Beispiel meine Besichtigungstouren von euren Parks. Weil normalerweise habe ich da ja immer das Ganze zusammengeschnitten, damit das einigermaßen flüssig und cool aussah. Jetzt kann ich einfach mit einem Klick dort einsteigen, zum Beispiel in eine Galerie oder halt in so eine Jurassic Park Tour. Das finde ich auch nochmal richtig nice. Und der letzte große Punkt für das kostenlose Update ist der Species Viewer, den seht ihr hier. Da kann man halt im Hauptmenü direkt auf dieses Species Viewer Menü zugreifen und dort kann man sich dann die Dinosaurier nochmal etwas genauer anschauen und dann zum Beispiel auch die Drehung einstellen, die Position, die Höhe der Kamera ist das wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Und da kann man sich auch einige Animationen und sowas abspielen lassen, also wie er zum Beispiel rennt oder wie er schwimmt, wenn es ein Wassersaurier ist, das sieht man hier oben. Rennen, fliegen, schwimmen. Also da kann man dann auch einige Animationen sehen von den Tierchen. Was ich daran aber nochmal besonders cool finde, ist, dass man auch die Möglichkeit hat, die verschiedenen Farben sich anzeigen zu lassen. Das heißt, man kann sich jetzt im Vorfeld auch mal anschauen im Hauptmenü, welchen Skin man so am coolsten findet. Und dann kann man sich dort einen in Ruhe raussuchen und sie sich alle vernünftig angucken und vergleichen. Und den kann man dann natürlich sich merken und im Sandbox-Modus dann verwenden. Und ganz zu guter Letzt
haben wir auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die das Spielen ein wenig angenehmer machen. Dabei finde ich auch schon den ersten Punkt richtig cool. Da kann man nämlich jetzt endlich diesen MVUs, das sind ja diese größeren, ja, wie nenne ich die denn? Die größeren Fahrzeuge auf jeden Fall, wo diese Veterinary Units drin sind, den kann man jetzt eine Patrouillenroute sozusagen vorschlagen oder einrichten und dann erledigen die in dieser Route auch kleinere Krankheiten und Verletzungen von selber. Das heißt, diese nervige Erkältung, wo man dann die ganze Zeit immer die wieder hinschicken musste, die kann man jetzt einfach mit so einer Route selber planen und dann kümmert sich die KI selber darum. Dann ist das nicht mehr ganz so nervig. Als zweiten Punkt haben wir hier noch, dass einige Gebäude neue Upgrade-Funktionen bekommen, also neue Upgrade-Möglichkeiten. Dabei kann man unter anderem die Aufgabenzeit und die Kosten senken mit den Upgrades. Und man kriegt sogar mit dem MVU, also dieser Veterinary Unit der Ranger Station und den Capture Teams, also dem Helikopter, ein Upgrade für unbegrenztes Benzin und Ressourcen. Mit Ressourcen ist dann sowas wie diese Futtersachen gemeint, die man ja auffüllt. Die muss man ja dann auch immer nachfüllen in der Station. Das kann man dann auch auf unbegrenzte upgraden mit dem Gebäude. Und es gibt auch noch ein neues Upgrade, wo man dann für bestimmte Aufgaben dieses Wissenschaftler-Limit erhöhen kann. Das heißt, man konnte zum Beispiel zum Ausbrüten von einem Dinosaurier nur maximal 3 Wissenschaftler dann dafür beschäftigen. Jetzt kann man das Ganze mit diesen Upgrades zum Beispiel auch auf 4 oder 5 erhöhen. Das heißt, man braucht dann nicht mehr ganz so gute Wissenschaftler, weil man halt mehrere damit beschäftigen kann. Und vorher war es halt so, dass man halt wirklich zum Beispiel für einen T-Rex 3 richtig gute Wissenschaftler brauchte. Und das Ganze kann man jetzt ein bisschen leichter machen, indem man diese Upgrades hat und dann halt mehr Wissenschaftler beschäftigen kann. Dann bekommen wir noch ein neues, großes, imposantes Jurassic World Tour. Es gibt ja bis jetzt nur für diese Jurassic Touren dieses Jurassic Park Tour, was sich dann öffnet. Und davon wird es jetzt auch eine Jurassic World Variante geben. Und dann bekommen wir auch noch eine Menge an neuen Verträgen. Diese Verträge waren ja zum Beispiel so eine Aufgabe wie: Schießen Sie ein Foto von der Spezies, und von diesen Verträgen und Aufgaben kommen halt neue ins Spiel, dass man da ein bisschen mehr Abwechslung hat. Und zu guter Letzt wurden auch noch einige Dinosaurierverhaltensweisen angepasst. Es geht hier spezifisch um diese Gruppenattacken von kleinen Fleischfressern, wie zum Beispiel Velociraptoren. Denn es haben jetzt auch die angegriffenen Dinosaurier die Möglichkeit zu fliehen bei so einer Gruppenattacke. Das ging ja vorher nie, da standen die einfach nur und haben darauf gewartet, dass sie angegriffen wurden. Und jetzt können sie auch abhauen. Und wenn dann den Jägern zum Beispiel die Ausdauer ausgehen sollte, dann können sie auch erfolgreich von diesem Angriff entkommen. Einige Dinosaurier können sich auch verteidigen und in die Angreifer reinrennen und diese attackieren. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Da könnte ich mir so einen Triceratops oder so vorstellen, dass der dann direkt da in Angriffsmodus geht und einfach auf die Velociraptorengruppe zum Beispiel zuläuft und diese attackiert. Und den Punkt hier finde ich auch noch irgendwie ganz interessant, denn es ist jetzt so, dass Indominus Rex und Velociraptoren miteinander in einem Gehege wohl leben können. Das ist auch interessant. Und hier unten haben wir einfach nur noch irgendwas mit Grafikkarten. Das könnt ihr euch selber durchlesen, wenn euch das interessieren sollte. Gehe ich jetzt nicht nochmal durch. Aber wie gesagt, das Ganze kommt am 8. März raus und ist kostenlos. Also dieser Patch. Und ich muss echt sagen, der hat richtig viele Inhalte, ne? Für so ein kostenloses Update, das ist schon krass. Finde ich mega cool. Also das werden alle bekommen auf Konsole und auf PC. Und da sind schon echt coole neue Funktionen dabei, worauf ich mich sehr, sehr freuen werde. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.